Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und lerne live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hallo zusammen, hier ist wieder der Marco von Business Kung Fu. Ja, das ist halt eine kurze, kleine, knackige Special-Folge und zwar aus gegebenem Anlass. Ich habe ja vor ein paar Tagen mir überlegt, ich bräuchte halt ein Logo, ja, für den Podcast unter anderem, aber auch für Webseite etc., also ein Banner, was man alles so braucht, und das müsste ich mir halt designen lassen. Ja, und ich habe das jetzt halt outsourcen lassen. Also es gibt eine interessante Plattform, wo man alle möglichen Arten von Aufträgen outsourcen kann. Das heißt, das ist eine Website, da kann man sich registrieren. Nennt sich Fiverr.com. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ja, Fiverr, also wie Fünfer auf Englisch, aber mit Doppel-R am Schluss. Und man kann dort alle möglichen Dinge outsourcen. Ja, das heißt Grafikdesign, irgendwelche Intros, für Podcasts zum Beispiel. Also alles, man kann alles, was man sich denken kann, wirklich outsourcen lassen dabei. Und das wird dann quasi auf so einer Vermittlungsbörse im Internet an die entsprechenden Kanäle weitergeleitet, beziehungsweise da habt ihr schon eine große Auswahl. Ja, von zum Beispiel in dem Fall Designer, Grafikdesigner. Die sitzen überall auf der Welt, ja, ganz viele in Indien oder in Indonesien oder auf den Philippinen zum Beispiel, Sri Lanka, Mexiko und so weiter, also überall auf der Welt. Und ihr könnt euch deren Profil anschauen und was sie bisher halt schon vom Portfolio gemacht haben. Also ihr kriegt auch immer Sternebewertungen dann, wenn sie eine gute Arbeit geliefert haben, und Kommentare auch drunter. Und ihr seht halt auch immer, was haben die denn bisher so gemacht. Ja, und ich hatte mir da einen rausgesucht dabei und wollte mir entsprechend ein Logo designen lassen. Da muss man ein bisschen gucken, weil es geht immer so, Basic, dann Standard und Premium. Da kann man sich ein bisschen durchlesen und was bieten die denn so? Ja, und was meine Wahl sehr attraktiv gemacht hat, also den ich mir ausgesucht habe, war einfach, dass der ein komplettes Social Media Kit mit anbietet. Ja, brauchte halt ein Design für Business Kung Fu, ne? Also für den Podcast und halt für alle anderen Möglichkeiten, wo ich das noch einsetzen kann. Also auf der Webseite als ein großer Header, als verschiedene Banner oder als Icons, unter anderem auch für sowas wie Facebook, Instagram und sowas, ne? Dass man da im Prinzip so ein kleines Symbol noch da hat, Wiedererkennungswert einfach dann, auch von der Farbgebung. Und das habe ich in Auftrag gegeben. Premium-Paket war das dann in dem Fall. Man kriegt auch immer mehrere Designs zur Auswahl, zur Revision. Ne? Sie schicken dir erstmal ein, zwei Design-Vorschläge und da kannst du halt sagen, was geändert werden soll. Ja, aber das hat mich so weggehauen, ja, das ist Wahnsinn. Ja, also war angegeben mit einer Woche. Ja, und eine Woche denke ich mir so, okay, ja, schauen wir mal. Ja, ist ja, ich bin es anders gewöhnt. Ich habe auch hier in Deutschland beim lokalen Grafikdesigner schon mal was machen lassen. War es halt richtig, richtig teuer. Ja, und für das bisschen Aufwand, weil im Prinzip, das war damals für meine therapeutische Tätigkeit ein Praxisschild eigentlich. Das waren auch einige hundert Euro, was das gekostet hat. Und die Grafiken habe ich schon fertig geliefert. Ne? Die hat mir früher ein Freund gemacht. Also, wie gesagt, da war ein komplettes Social Media Kit mit angegeben. Ja, und hat er erstmal zwei Designs geschickt und das hat mich echt umgehauen. Ja, wie gesagt, also mein örtlicher Grafikdesigner, der hatte ja schon die Designs von mir bekommen, also quasi ein Logo damals. Ja, und hat da im Prinzip nur noch mal ein paar Sachen angeordnet und das halt mal auf eine Folie drucken lassen. Ja, also war schon richtig teuer. Und wenn ich mir aber halt qualitativ angucke, was ich jetzt bekomme, wow, also das sind mal himmelweite Unterschiede. Bezahlt habe ich jetzt, ja, für dieses Premium-Paket 97 Euro, ja, das ist nix. Ja, und auch ich habe auch nur deswegen 97 Euro bezahlt, weil ich bei der Erstanmeldung bei Fiverr jetzt vergessen habe, meinen Einsteigergutschein einzulösen. Es wäre nochmal 10% weniger gewesen, also ich hätte knapp 90 Euro bezahlt, knapp unter 90 Euro. Und für das, was du da kriegst, ist unglaublich. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, die Zeit war angegeben mit etwa 7 bis 8 Tagen. Ich habe jetzt am zweiten Tag, fahrt euch das mal rein, ja, am zweiten Tag nach der Bestellung habe ich
die E-Mail gekriegt, ja, ihr Produkt liegt zur Revision bereit. Ich so, was? Kalender falsch geguckt, ja. Leute, wenn ich mir das anschaue und das mit Deutschland vergleiche, auch so mit der Arbeitsmoral, ja, wir sind im Arsch. Ja, also der Mensch, der sitzt in Sri Lanka, ja, der wird das auch nicht alleine machen, sondern er wird da auch schon einige Leute haben. Ja. Ihr seht auch immer, wie viele Projekte die aktuell am Laufen haben. Da steht dann oben drüber quasi bei ihm auf der Seite in the queue. Ja, und dann standen vier. Ne? Also er hatte gerade vier Stück noch außer mir, die er in Bearbeitung hatte und mein Projekt noch dazu gekriegt, Premium-Paket, also eigentlich auch ein bisschen aufwendiger. Der wird ja einige Leute halt bei sich haben. Der ist, also die geben auch immer an, wo sie herkommen und was sie sind, was sie machen. Und der ist seit 2014 irgendwie studierter Grafikdesigner, irgend sowas, ja, in Sri Lanka. Der wird sein Team haben, die das halt für ihn noch machen. Ja, aber unglaublich. Also auch die Kommunikation ist der Knaller. Ja, ich bin es ja gewohnt, dass ich dann vielleicht mal, wenn ich in Deutschland irgendwo eine E-Mail-Anfrage stelle, vielleicht kriege ich am nächsten Tag gnädigerweise mal eine Antwort. Als ich da vor 2 Tagen eine Anfrage gestellt habe, da hatte ich nach 10 Minuten die Antwort. Unglaublich. Also Wahnsinn. Und ich werde sicher auch mal, sobald der YouTube-Kanal halt steht, auch mal ein kurzes Video machen, wo ihr das nochmal seht, was da inbegriffen war. Kann ich hier den Screen mal ein bisschen abfilmen. Und also ist schon der Knaller. Ich werde euch auf jeden Fall die Seite fiverr.com, werde ich euch mal unten verlinken auch. Gibt auch da ein deutsches Äquivalent dazu, muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das war machdudas.de oder sowas. Also wem das zu tricky ist, im Ausland irgendwas zu ordern. Also ihr müsst auf jeden Fall halt eure Wünsche natürlich auch beschreiben. Und das auf Englisch, ja, also in den meisten Fällen, man kann auch auf Deutsch Leute raussuchen, dann seid ihr aber auch wieder im deutschen Raum unterwegs, dann wird es meistens wieder eine ganze Ecke teurer. Na, also deswegen, beschreibt quasi eure Wünsche, was ihr haben möchtet. Ja, ich habe im Prinzip nur angegeben, ja, sollte halt rausstechen dann auch von der Farbgebung her, also Signalfarben verwenden, Rot, Gelb, so in dem Stil, dass man halt auch dann ein bisschen auffällt, ja, wenn man zum Beispiel auf iTunes oder so gelistet ist. Und halt die Figur vorgegeben, ja, dass es so ein bisschen, sag ich mal, an Bruce Lee angelehnt ist, aber sollte in Verbindung sein halt so mit dem Thema Business. Das heißt, ich habe ihm halt die Wahl gelassen oder beziehungsweise gesagt, ja, vielleicht irgendwie mit einem Business-Anzug oder vielleicht auch, dass der ein bisschen kaputt ist oder sowas. Ja, oder irgendwas, ein Koffer oder irgendwas dazu, was so oft Business hindeutet. Ja, und jetzt sieht er saucool aus. Da habe ich da so ein quasi Bruce Lee in Kampfstellung, im schwarzen Anzug, der sich gerade mit einem kleinen Finger die Krawatte öffnet, so ab in den Kampf, ja, und den Koffer vorne gerade fallen lässt. Sau cool. Ich bin sehr begeistert. Ja, also Wahnsinn. Das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Ja. Also ich bin echt begeistert. Nach dem ganzen Hickhack mit Bank etc. ist das mal einfach mal ein Lichtblick. Ne? Also es geht vorwärts. Und ihr werdet es ja bald sehen. Ne? Also ich werde das bald mal hochladen. Also ich glaube nicht mal, dass ich es ändern lasse. Ja? Also ich bin da eigentlich echt happy mit. Also Erwartung übertroffen, muss ich sagen. Ne? Also Knaller. In allen Bereichen. Allen Bereichen Erwartung übertroffen. Alles klar. Okay, dann war es das eigentlich schon. Kurze Special-Folge. Aber für mich sehr wichtig und mal echt was Positives. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir hören uns die Tage. Alles klar. Ciao, euer Marco. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm noch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, empfehle ihm weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes.